Diese Zeit ist reifer denn je für eine persönliche Transformation. Persönliche Transformation bedeutet, stirb und werde. Die zu werden, die wir immer schon waren, und jenen Teil sterben zu lassen, der letzten Endes manipuliert, desinformiert, gedankenkontrolliert war. Das bedeutet, es wartet in dieser Zeit etwas Wunderbares auf dich. Etwas, was immer schon in dir geschlummert hat und immer schon auch mit dir in Kontakt war. Und in diesem Beitrag darf ich dich etwas dazu inspirieren. Ich freue mich und bis gleich. Ich darf dich ganz herzlich begrüßen zum zweiten Modul zu Neues Wachstum. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema persönliche Transformation. Im ersten Modul war das Thema kollektive Transformation hier aktuell. Oben findest du auch den Link zu diesem Teil. Und heute beschäftigen wir uns mit jenem Aspekt, mit der Frage, was das alles für uns bedeutet. Denn diese Zeit ist unsere Einladung für unser Wachstum. Und dieses Wachstum bedeutet nicht irgendwo hinzukommen, sondern eher, dass wir unsere Wahrnehmung dahingehend verfeinern, um das zu sehen, was es eben zu sehen gibt. Und wenn wir da draußen in die Welt blicken und versuchen, dort zu erkennen, durch das, was wir sehen, könnten wir fehlgeleitet werden, denn all das, was hier geschieht, ist aufgebaut auf einer Massenfehlinformation von vielen, vielen Seiten. Und das ist der erste Punkt, wo wir loslassen dürfen vom alten Weltbild, denn wie wir erkennen dürfen bei einer tieferen Recherche, gab es diese Effekte immer schon, seit wir denken können. Und das geht zurück bis ins Alte Testament zu Jehova, jener Gott, den die Kirche verehrt hatte und auch als letzten Endes ihren Vorbild Gott, den strafenden Gott hier herangezogen hat. Und in meinem Telegram-Kanal findest du hier einen Beitrag dazu, der dich da etwas mehr informiert, was das sein könnte, und ebenso im Blogbeitrag. Unten findest du hier dazu auch die Verlinkung. Das heißt, diese Fehlleitung in dieser Zeit ist der eine Aspekt und der andere jener, dass wir ein Leben lang bis darüber hinaus über viele, viele Epochen wahrscheinlich in einer Zeit gefangen waren, wie ich sie nenne, die alte Matrix. Die alte Matrix von diesen strafenden Oberhäuptern von irgendwelchen Strukturen, sei es Religionen, sei es auch die Wirtschaftsbetriebe. Es gibt viele Beispiele dafür, wo das Menschsein im wahrsten Sinne des Wortes nicht in der Form möglich war, wie wir es nun immer mehr wünschen und fühlen, dass hier etwas im Busch ist, das nun hier letzten Endes enthüllt wird. Es ist eine Zeit der wahrlichen Auferstehung, Auferstehung vom Toten in der Form, dass wir ein Leben leben mussten in einer Durchschnittlichkeit, gemessen an dem, was die Gesellschaft uns an Spielmöglichkeiten bereitgestellt hatte. Und das waren sehr wenige gemessen an dem, was unsere wahren Potenziale betrifft. Denn diese Anpassung beginnt bereits in der Schule, beginnt bereits in der Ausbildung, und darüber hinaus werden wir in der Gesellschaft durch das Arbeitssystem darauf konditioniert, unsere Leistung zu erbringen, uns quasi ausbeuten zu lassen und dann in dem Ruhestandsfenster die letzten Jahre des Lebens hier, ne? Irgendwie so, das ist die Motivation. Und das ist eine Zeit, die nun vorbei ist, denn es ist die Zeit der persönlichen Transformation, wo wir loslassen, uns lösen von all dem, was uns in dieser alten Matrix gefangen lässt. Astrologisch weise ich hier auf die Aspekte von Lilith und Pluto hin. Das ist das, was uns verführt, aufgrund dessen, was uns verführbar macht. Da kommen die Prinzipien von Saturn ins Spiel. Alles, was uns klein hält, beschränkt, angepasst werden lässt für dieses System, ist genau der Parameter, den es gilt zu überwinden und den Kontakt zu finden, der tief in uns wohnt, unser göttliches Sein.
Das heißt, wir leben in einer Welt, die so ein Stück weit gespalten. Das eine ist die alte Matrix, eingeschränkt durch die Parameter der Gesellschaft, durch die Verführbarkeiten wie Film, Industrie, Hollywood und all die Verführungen, die es hier gibt in dieser reizorientierten, konsumorientierten Gesellschaft. Und dann gibt es hier ein göttliches Bewusstsein, das schon seit über 10 Jahren sehr massiv in Frequenz kam, denn seit 2012 haben wir Neptun im Zeichen Fische und das ist die Zeit, wo wir diese Schwingungen wahrnehmen und fühlen. Hier gibt es eine andere Instanz. Und genau darin besteht die große Kunst in dieser persönlichen Transformation, loszulassen von diesen Parametern der Gesellschaft, einzutauchen in mein wahres Sein. Das sind so diese einfachen Worte, denn was es heißt, ist nochmal eine ganz andere Sache. Denn wir dürfen hier unsere Muster, die tief abgespeichert sind in unserem autonomen Nervensystem, überwinden, verabschieden und sie neu programmieren. Es ist verbunden mit den Traumata dieser Gesellschaft. Wir wurden niemals als die behandelt, die wir eigentlich sind. Niemals als die behandelt, was ein menschliches Dasein braucht. Das bedeutet, wir alle wurden in einem hohen Maß traumatisiert. Das klingt jetzt ein wenig nüchtern, aber bei genauerem Hinsehen und Beschäftigung mit dieser Thematik werden wir erkennen, dass Traumata nicht nur diese einmaligen Ereignisse sind, die uns hier ein Leben lang beschäftigen, sondern auch diese Prinzipien des Sekundärtraumas, wo wir einfach beobachten, was in der Welt passiert, was uns ohnmächtig werden lässt und einfach dadurch in eine Starre führt. Die Selbstregulation ist in dem Maß eingeschränkt, weil wir nicht mehr wissen, wo unsere Handlungsmöglichkeiten sind. Das Komplexitätstrauma geht viel früher schon los, indem uns immer wieder gesagt wird, in irgendeiner subtilen Form, dass wir nicht gut genug sind, ne, und etwas machen müssen, um eben sozusagen in dieser Welt einen Platz zu finden. Das sind die Parameter von Saturn. Und das sind die Qualitäten, die nun hier in diesen Zeiten nochmal ganz emporsteigen und an Relevanz gewinnen. Denn was passiert da draußen in der Welt? Es ist einfach nicht auszuhalten für viele von uns, wenn wir uns mit dem beschäftigen. Das bedeutet, dass wir nicht wegsehen und uns nicht dissozieren von diesen Ereignissen. Es bedeutet, dass wir einen anderen Blick auf das alles werfen. Das bedeutet, dass das, was wir da draußen wahrnehmen, auch als das sehen, was es ist. Es ist ein Wahrnehmungskrieg, ein Krieg der Verzerrung unserer Wahrnehmungsfähigkeit. Und um diese Wahrnehmung wieder hier zu verfeinern, wieder herzustellen, darum geht es in diesem Teil der persönlichen Transformation. Die persönliche Transformation beginnt damit, dass wir loslassen von diesen falschen Weltbildern, von dieser Desinformation, von diesen alten Mustern, die wir in uns tragen, die uns hindern, in die Region unserer Frequenz zu gehen, die uns leben lässt, die uns das Göttliche begrüßen lässt. Und dadurch sind wir empfangsbereit für diese göttlichen Funken. Das ist die Frequenz, um die es letzten Endes geht. Das heißt, was hält uns hier gefangen in der alten Matrix? Was hält dich gefangen, dein wahres Potenzial zu leben? Das sind zentrale Fragen, denn wir sind hier eingesperrt in einem Gesellschaftssystem und nun dürfen wir es überwinden und jenes System aus uns in die Welt bringen, welches die Welt braucht. Wir wissen, wo es da draußen krankt. Wir wissen daher auch, wo es Lösungen gibt. Es braucht lediglich den Mut, die Couragiertheit, diese Grenzen, Beschränkungen zu überwinden. Und das könnte ein großer Auftrag sein an dich persönlich, ein großer karmischer Auftrag, um all die Beschränkungen zu überwinden in diesem Leben und weit darüber hinaus. Das heißt, diese Zeit bringt uns die einmalige Möglichkeit, größer zu werden, als wir es jemals waren. Größer im Sinne von Bewusstsein, größer im Sinne von Kontakt mit sich selbst herzustellen, größer im Sinne von Gott Mensch sein zu finden, eine Seinsform zu finden, die uns
in eine Form schwingen lässt, jenseits der weltlichen Qualitäten, sondern ansteigen lässt, anheben lässt und uns verbinden lässt, um den Himmel auf Erden zu leben. Das sind die Qualitäten, um die es nun geht. Das heißt, hier gibt es die Energiezentren ganz prominent und immer dann, wenn die unteren Energiezentren aktiviert werden mit dem Mentalzentrum, dem Solarplexus, von wegen den Experten da draußen, da beginnt bereits unsere Beschränkung, denn wer weiß es besser? Es gibt immer einen Experten da draußen, der die Autorität bekommt von gewissen Entscheidungsträgern in der Gesellschaft. Dann gibt es das Emotionalzentrum, den Solarplexus. Und der Solarplexus ist wieder die Qualität, die uns an sich verführen möchte mit diesen Verführungen der Gesellschaft, wenn wir schwach uns genug machen haben lassen. Andererseits ist es auch, wenn wir das überwinden, die Brücke der Göttlichkeit, der Lebensfreude, der Lebenslust. Das heißt, wir dürfen aussteigen aus all den schwächenden Energien, um diesen Kontakt aufzunehmen mit unserer wahren Lebensfreude und nicht mehr verführbar sind für diese eigenartigen Erscheinungen in der Welt. Und dann gibt es die Wurzel, die Frequenz des Überlebensmodus der Materie. Und wir kennen da draußen auch die angstmachenden Parametern. Das heißt, die Wurzel ist nicht nur die, die wir auf Erden finden durch unsere Ahnen und Eltern, sondern die Wurzeln sind letzten Endes geistiger Natur. Und deswegen ist wichtig, dass wir diesen Kanal durchschalten, alle Energiezentren aktivieren, ins Herz gehen und aus dem heraus bereits diese Welt da draußen der Gesellschaft verlassen. Diese Grafik, die ich hier einblende, zieht sich durch wie ein roter Faden in meinem Buch Neues Wachstum und ist auch ein Leitstern, eine einfache, modellhafte Skizze, die uns immer wieder daran erinnert, wohin die Reise geht. Die Reise geht dorthin, dass wir die oberen Energiezentren mit den unteren verbinden und dass wir den Himmel auf die Erde bringen. Und die Brücke dessen ist die des Herzens. Aus dem Herzen heraus leben bringt uns bereits auf eine Frequenz, wo wir nicht mehr gefährdet sind in diesen Verstrickungen in der Welt, uns gefangen nehmen zu lassen. Wir sind jenseits dessen. Und genau darum geht es in diesem Buch, genau darum geht es und weit darüber hinaus noch in meiner Live-Online-Begleitung, also in den weiteren Modulen zum Thema Neues Wachstum. Wir dürfen nun erkennen, welche Schichten es ist, die wir nach und nach verabschieden dürfen, denn neues Wachstum bedeutet nicht, dass wir irgendwo hin müssen, sondern eher, dass wir die alten Mäntel der alten Matrix ablegen. Und das ist der Weg der persönlichen Meisterschaft. Und im nächsten Kapitel, im dritten Modul, beschäftigen wir uns dann auch mit diesem Thema der persönlichen Meisterschaft. Hier geht es mal darum, den Auftakt zu nehmen, zu wissen, was persönliche Transformation in diesen Zeiten bedeutet. Und so ganz klar kennst du auch diesen Spruch, werde, der du bist. Ja? Und das ist eine wunderbare Qualität, die sich nun zeigt, dass wir zu dem werden, der wir immer schon waren. Und all diese alten Mäntel, wie ich sie bezeichne, die alten Matrix, die Beschränkungen, die uns klein machen, die uns verführbar machen, in einer sehr einfach formulierten Ausdrucksweise abgeben und in die Größe gehen, die wir in uns tragen. Dann bist du frei. Und neues Wachstum hat genau diesen Zweck, dass sie uns Begleitung bietet, die Lektüre, als auch die Module im Online-Format oder live online. Und auch mit dem persönlichen Geburtshoroskop tauchen wir ein in deine ganz konkreten persönlichen Themen, die es nun gilt zu meistern. Wofür ist deine Zeit reif? Worin liegt deine konkrete persönliche Transformation nun an, dass wir sie meistern? Wir haben alle etwas Unterschiedliches, was wir loslassen dürfen, was wir überwinden dürfen. Saturn und Pluto stecken im Horoskop an unterschiedlichen Orten. Je nachdem, wo sie sind, haben wir dort die Meisterprüfung zu leisten und den Neptun, den haben wir ebenso in einem Zeichen, in einem Haus und dort ist der Bereich, wo wir den Himmel auf Erden leben können. Und es ist so wunderbar, die Verbindung mit Astrologie und diesem Prinzip der Transformation ganz allgemein, neues Wachstum und es zu verstehen, dass diese Schichten, die wir verabschieden dürfen,
jenes sind, die mit dieser Gesellschaft, mit dieser Gesellschaftsstruktur zu tun haben. Und das ist ein Ausdruck dessen, was bereits mit Yahweh, Jehova, dem strafenden Gott, begonnen hat. Im Alten Testament kannst du hier das nachlesen, also auch in dem unten verlinkten Video im Blogbeitrag. Das kann nicht der Gott sein, an den wir glauben. Der Gott, an den wir glauben, kann nur einer sein, der liebend ist, bewertungsfrei, frei von diesen Regeln, geschweige denn in irgendeiner Form diese Kolonialisierung betreibt, dieser Erde. Und nur die sind willkommen, die ihm gehorchen. Und alle anderen dürfen ein anderes Schicksal erfahren. Und meistens kein gutes. Und diese Prinzipien dieses strafenden Gottes, diese Prinzipien dieser sehr brutalen Top-Down-Vorgehensweise sehen wir da draußen in der Welt. Das heißt, das Thema Jehova hat sehr viel mehr zu tun mit einer Figur, die den Gegenspieler Gottes repräsentiert. Hat sehr viel mehr zu tun mit dieser Figur, die ich im ersten Modul auch benannt habe als den Teufel, Saturn, Baphomet und Luzifer, Pluto. Das heißt, hier kommt nochmal diese Qualität ins Spiel, dass wir diese Insignien dieses Prinzips in uns tragen. Heißt nicht, dass Saturn und Pluto in jeder Form diese Qualitäten in sich tragen, heißt nur, ein Aspekt in uns, der Schattenaspekt darin, den kennen wir alle. Und den zu verabschieden, den zu befreien, darum geht es. Es gibt darüber hinaus auch Formate nun, wo ich mich ganz explizit dem widme, dem Befreien aus dieser alten Matrix, um ganz konkret herauszuarbeiten, wo bist du für dich noch gefangen. In einer kurzen Form eines Workshops, auch das findest du alles unten in der Verlinkung. Nun aber freue ich mich, wenn ich dich mit diesem Beitrag inspirieren konnte und das für dich eine Hilfe ist für diese Zeit, eine Inspiration ist, die dir dient, das Göttliche in dir als höchsten Maßstab aller Dinge nun aufzurufen, in dir die Frequenzen zu aktivieren. Und wie du es machst, gibt es auch hier im Rahmen Neues Wachstum sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Türen, die wir hier öffnen. In diesem Sinn, ich danke dir und habe eine gute Zeit. Bis dann. Welcome home into the world.